Hallo liebe Freunde, hallo liebe Fans, ich heiße nicht nur Gregor, sondern Sie alle auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Was Woisch. Wir spielen heute Italien gegen Polen, Pierogi gegen Pizza, Cinque gegen Grazie. Ich bin gespannt, wie die beiden sich heute schlagen werden. Den kenne ich doch. Super! Stimmt. Oder stimmt's nicht? Macht er gut, ne? Ja. Weil er 0 Kilogramm trägt. Grammatisch Fehler. Genau, grammatikalischer Fehler. Antialkoholische. Ja. Ich habe nur alkoholische. Ja, ganz antialkoholische, oder? Ja, stimmt. Ich habe Nackenschmerzen hier. Klasse. Ja. So, liebe Freunde, Giki und Kalli, wir beginnen mit dem ersten oder mit der ersten Kategorie. Wer weiß wohl am ehesten, was mit einem Jumpsuit gemeint ist? A. Der Modekenner. B. Die Börsenspekulanten. C. Stabhochspringer. Muss ich drücken? Oder D. Der Uhrenverkäufer. Muss ich drücken? Ja. D. Was? Was sagst du? Keine Ahnung. Nein, hier, der Modeerkenner. Und da haben wir schon die erste richtige Antwort. Kalli ist richtig. Der Modeerkenner ist ein Jumpsuit. Was zum Anziehen. Hatte der Weston McKennie damals. Ja. An, ne? Absolut richtig. Kurze Frage, kann ich auch schon drücken? Selbstverständlich. Du, ja, das ich kann auch schon vorher drücken. Ah, okay. Das müssen wir wissen. So. Das stimmt nämlich nicht. Auf meiner Karte steht, ihr esst beide Fisch. Ich weiß aber, dass du nicht gerne Fisch isst. Richtig. Also, welcher Fisch ist kein Kabeljau? A. Der Dorsch. B. Die Forelle. C. Dorz. Oder D. Torsk. Ja, Kalli, komm. Also ich esse zwar keinen Fisch, aber den Dorz habe ich noch nie gehört. Ist das polnisch? Dorsch, ja. Okay. Sind, glaube ich, denke ich mal, drei verschiedene Namen, sehe ich doch gerade, sind drei verschiedene Namen für den Dorsch. Und das ist der junge Kabeljau vor der Geschlechtsreife, sowie kleine Ostseekabeljau. Torsk wird der Kabeljau in Norwegen genannt. Und Dorsch in Polen. Die Forelle hingegen ist ein Süßwasserfisch und deswegen, Rafa, kriegst du einen Punkt. Die Forelle wäre richtig gewesen. Grazie. 1-1. Lieber warten. Das wusste ich nicht, sonst hätte ich nicht gedrückt. So. Dass du einen Punkt kriegst. Blamieren, kassieren, ne? So, liebe Freunde. Wir spielen ja nicht nur Italien gegen Polen, sondern wir spielen auch Österreich gegen Italien. War Ötzi. Weißt du, was der Ötzi ist? Aber weiterlesen. Der Ötzi ist ein Mensch oder ein Urmensch, der gefunden wurde, also gefunden worden ist in den Bergen. War der Österreicher oder Italiener? Wo wurde der Ötzi gefunden? In Österreich, in Italien, genau auf der Grenze oder es ist nicht bekannt? Hat er was mit dem DJ Ötzi zu tun? Der DJ Ötzi ist tatsächlich, deswegen heißt er DJ Ötzi. Der kommt aus Südtirol, ne? Der kommt aus Tirol. Richtig. DJ Ötzi kommt aus Tirol, ist aber Österreich. Südtirol ist Italien. Ja. Und Osttirol ist auch Österreich. Das ist schwer, ne? Ötzi. Weißt du? Ja, wüsstest du? Ich wusste es davor, ja. Das lernt man bei uns in Österreich in Sachkunde. Ich kann dir einen Punkt zurückgeben, genau auf der Grenze. Leider nein. Also, ich hätte jetzt getippt, also der Punkt gehört mir, ja, aber ich hätte jetzt Italien getippt. Absolut richtig. Deswegen liegt er auch im Museum in Bozen. Der österreichische Sänger hat sich nur DJ Ötzi genannt, weil man lange dachte, dass er in Österreich gefunden wurde. Aber wurde in Südtirol gefunden. So, das heißt, unser Rekord aktuell ist nicht so gut. 2-1 für Kalli. Jetzt einmal was, wo kein Verständnis wichtig ist. Wie lange dauert der längste und regelmäßig geflogene Non-Stop-Linienflug? A. 12 Stunden, B. 19 Stunden, C. 24 Stunden oder D. 28 Stunden. Als kleiner Tipp, wie lange dauert der Flug von Singapur nach New York? Ich hätte gesagt 19 Stunden. Ohne Pause? Ohne Pause, durchgehend. Wird immer geflogen. Zweimal am Tag, nee, einmal die Woche, keine Ahnung wie oft. Von Warschau nach Cagliari. 4 Stunden. Immer in Italien.
Ja, Kalli, für mich. Ich, ja, okay, komm. Ich nehme die 19 Stunden. Super. Und damit schreibe ich dir genau die 19 Stunden Flug auf dein Meilenkonto gut. Ist richtig. 3-1 für den Kalli. Glückwunsch. Super. So, jetzt gibt es eine Kategorie. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Okay. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Aber wir müssen wieder. Wieder drücken. Oder beide eine Antwort. Wieder drücken. Okay. Stefan Reuter bekam als erster Verantwortlicher in der Bundesliga-Geschichte Gelb-Rot auf der Bank. Ja. Nein! Du warst doch dabei? Der hat noch nie Gelb oder noch nie Rot gekriegt. Ich habe Fokus auf den Platz. Aufs Spielfeld, ja. Ja. Sorry. Das kriegt man nicht mit, was Sorry. Draußen abläuft. Perfekt. Okay, jetzt steht 4-1. 4-1. Jetzt Risiko. Ja, wenn es nicht weiß, würde ich mich drücken lassen. 1-4, ich kenne die Ergebnisse. Ein paar Mal bekommen wir 4 Tore. Stimmt. Oder stimmt's nicht? Macht er gut, ne? Ja. Bei jeder Fußballweltmeisterschaft verliert eine Mannschaft zweimal in Folge garantiert und kommt trotzdem bis zum Halbfinale. Glaube schon, ja. Bin Warum? Ich sicher. Warum? Schwierig zu erklären, weil wir haben nicht so viel Zeit, aber ja. Das dann erkläre ich. Mit 3 Punkten. Dann erkläre ich. Gab schon mit 3 Punkten. Ja. 3 Punkte? Nee, geht nicht um die 3 Punkte. Geht darum, dass der einer von den Halbfinalisten danach ein Spiel um Platz 3 spielt und das auch noch verlieren kann. Das heißt, er verliert das Halbfinale und das Spiel um Platz 3 und ist damit trotzdem im Halbfinale. Geht nicht um davor. Ein bisschen schwierig formuliert die Frage, deswegen habe ich ja lange. Ja, dann ich will nicht so viel, aber trotzdem viel Zeit nutzen. Super. 4-2. So, pass mal aber auf. Aber in der Gruppe kannst du auch zweimal hintereinander verlieren. In der Gruppe kannst du auch zweimal, aber mit 3 Punkten weiterzukommen wird schwer. Das gab's schon. Das wird schwer. Ah. Ja, wir denken. Aber auch so. Mit guter Bilanz möglich. Auch. Möglich. Möglich. Das mit dem Halbfinale habe ich jetzt nicht dran gedacht, aber in der Gruppe schon. So, das ist jetzt, ich wusste es davor schon, weil das stand irgendwann mal in einer Fachzeitschrift, in einer fußballerischen Fachzeitschrift. Bis zum 33. Spieltag. In Bundesliga. In der Bundesliga. Waren insgesamt 165 Auswechslungen möglich pro Mannschaft. Das heißt 5 mal 33 Auswechslungen. Mhm. Entschuldigung, 33 mal 5 Auswechslungen. Der FC Augsburg hat einen neuen Bundesliga-Rekord aufgestellt und hat bis dato 164 Mal gewechselt. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Sicher, wir sind Erste, das habe ich gelesen aus Twitter. Glaube schon, stimmt. Absolut richtig. Ich weiß aber nicht, wo wir einmal nicht gewechselt haben. Ich auch, aber ich habe gelesen letzte Woche. Vermutlich die Zeit, wo ich noch auf der Bank gesessen bin. Und ich bin ein paar Stunden pro Tag in Twitter. Ja, so. Das stimmt. So. Wie steht's? 4-3? 4-3, ja. Noch kein Stress. Ja, alles gut. Jetzt wird's interessant. Frank Ribéry eröffnet in Frankreich seine eigene Bar. Hier werden lediglich alkoholfreie Getränke ausgeschüttet. Stimmt's? Oder stimmt's nicht? Stimmt nicht. Doch, das stimmt. Da steht sogar, dass es für dich die perfekte Bar ist. Boah, scheiße. Könntest du hin, ne? Ja. Super. Ab morgen. Gibt's aber nur antialkoholische, ja? Ich habe nur alkoholische. Ja, kannst du lesen. Ja, stimmt. Ich habe Nackenschmerzen hier schon. Klasse. 4-4. Ich habe eine bessere Position hier. Da gibt's angeblich nur Wasser mit Eiswürfel. So, wir kommen zur vorletzten Frage. Mein Hemd ist weiß. Das Logo bei euch ist weiß. Mhm. Die Linie auf dem Rasen ist weiß. Das X hier ist weiß. Der Stift ist weiß. Kalli, seine Schuhe sind weiß. Meine Schuhe sind zwar bunt, aber meine Socken sind weiß. Was trinkt die Kuh? Wasser, ja! Den kenne ich doch. Super! 5-4. Ich habe nur gewartet. 5-4. Den kenne ich doch. 4. Jetzt brauchst du ein Risiko, ne? Ja. So. 50-50 Joker. Gib mir eine Chance, Kalli.
Letzte Chance. Letzte Frage. Schätzfrage, okay? Schätzfrage müssen wir aufschreiben. Jetzt. Oh. Ohne Buzzern. Okay. Aufschreiben. So, jetzt bin ich gespannt. Schwer? Schwer. Aber haben wir die Grenze oder ohne? Oh je. Yeah. Es gibt einen Preis für euch. So. Ein Regenschirm, aber der ist schon wieder so geil. Mit Rabatt schon? Dass ich mir den gleich wieder mitnehme. Ja, bist du auf Schätzfrage über einen Regenschirm oder was? Letzte Frage. Eine Schönwetterwolke. Weißt du, was das ist? Schönes Wetter ist eine Wolke. Wie schwer kann die werden? Was? Eine Schönwetterwolke. Also eine Wolke bei schönem Wetter. Wie schwer die wird? Wie schwer kann, ich würde auch gerne wissen, ob das jetzt überhaupt gemessen. Bei der Waage, ja, genau, Waage vom Andi Bäumler vielleicht. Genau. Ja, wie schwer? Einmal draufschreiben, bitte. Ja. Das war lustig, aber ich habe keine Ahnung. Ja. Ich gebe euch einen Tipp. Es gibt einen Regenschirm dafür, wenn es richtig ist. Wie schwer kann eine Wolke werden? Was denn das? Wie schwer kann eine Wolke werden? Sind sie, es kommt halt auch drauf an. Ist 1 Kilo, ist 1000 Kilo? Ob da jemand drauf liegt oder nicht. Ein Glücksberg hier, was? Ein Haus zum Beispiel. Absolut richtig. Eine Schönwetterwolke. Was da drauf liegt? War ein Spaß. Ja, schon gleich. Warte, machen wir. Schätzt du auch mal? Oder weißt du das Ergebnis? Nein, ich weiß es nicht. Aber ich schätze auch mal. Aber ich sag's dann als erstes, was ich schätze. Was wiegt eine Wolke? Super. Ja. Die wiegt gar nichts. Die schwebt doch da oben. Das kann man doch gar nicht messen. Ja, man kann es messen. Da muss man nur eine Waage quasi so drunter heben. Und dann steht sie auch was drauf. Ich habe keine Ahnung. Sorry. Ja, schwer, muss ich sagen. Ja, ich hab's. Was hast du gesagt? Also ich hätte gesagt so 1000 Tonnen. Sie verarschen. Was habt ihr gesagt? Null. Null. Null und null. Ja. Aber du hast 0 Kilogramm und du hast 0 geschrieben. Ja. Also bist du quasi näher dran. Und was? 1000 Tonnen wiegt die Wolke. Die Wolke wiegt 1000 Tonnen. Wo haben wir es hier? 1000 Tonnen wiegt eine Schönwetterwolke. Ja, so, dann haben wir jetzt einen Gleichstand, oder? 5-5. Super. Warum Gleichstand? Weil er 0 Kilogramm drin. Grammatischer Fehler. Genau, grammatikalischer Fehler. Muss akzeptieren. So, also die Schiri-Entscheidung. Wir machen jetzt. Oder kannst du wahrnehmen? So, wir machen jetzt Mathematik, okay? Mathematik ist in Italien gleich, in Polen und in Deutschland. Ja, warte, eine Tonne, 1000 Tonnen wiegt eine Wolke. Ja. Sie ist dann aber so groß. Ja. Wir haben die gemessen? Ja. Da haben sie damals, das war 1983, haben sie eine Waage hochgehoben im Flugzeug. Klar. Die Waage auf dem Flugzeug draufgestellt. Bitte mathematische Frage. Und dann sind sie einfach unter der Wolke herumgeschaut. Okay, mathematische Frage. Ja. Das macht für mich keinen Sinn. So, Mathematik in Polen, in Italien, in Freiburg, in Gniezno, in Warschau, in Graz, überall gleich. Wenn man unsere drei Rückennummern zusammenzählt. Entschuldigung, jetzt geht es wieder um Schnelligkeit. Wenn man unsere drei Rückennummern zusammenzählt. Aber wir hier. Auf welche Zahl kommt 33. Und du? Alle drei? Und du? Stopp. 32. Entschuldigung. Sorry. Und du? 32. 32. Immer geschenkt. Ich muss es leider falsch werten. Ich habe mich doch verbessert. Ich habe 5 Sekunden Zeit. Wie bei Schlag. Aber er hat mir gefragt. 5 also, Sekunden. Ich hätte wirklich gern, für die nächste Saison hätte ich gerne ein rotes Sakko wieder Elten. Wie blamieren und kassieren. Und da zählt die erste gesagte Antwort. Ich muss sagen, die Sieg kostet mir kein Kraft. Und deswegen. Sehr leicht. Nee. Es waren 33, wo er der erst genannt. Ja, aber der fragt immer, sicher? Na. Na. Also, liebe Freunde, wir haben einen Sieger. Unverdient. Ja, weißt du selbst. Unverdient. Polen ist auch dabei, in Katar, Italien nicht. Stimmt. So, und stimmt dafür, oder und stimmt da, nicht. Und dafür Gericht hat er nicht gewonnen. Damit ist es ein Unentschieden und du hast gewonnen. Und danke. Gewinnt den Regenschirm. Vielen Dank, liebe Fans. Ich wünsche euch eine wunderschöne Sommerpause. Wir kommen hoffentlich gut erholt zurück. Macht euch oder schmiert euch ordentlich ein mit Sonnencreme. Wir drei werden es tun. Und feiert ordentlich. Und dann sehen wir uns nächstes Jahr in der Bundesliga wieder. Ciao, servus. Ciao.